Jetzt bin ich... Was ist denn das? Jetzt verschwindet es langsam. Ich sehe es noch knapp über der unter der Oberfläche. War das jetzt so zwei Berge oder war das was anderes? Pferd ist noch da. Blub, 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 blub. Da ist es, was auch immer das sein soll. Hä, was ist denn das? Wie könnte sowas entstehen? Ja, so. Das sind Wasserblasen unter Wasser. Alles klar, okay. Muss irgendwie Grafikbug. Muss irgendwie ein Generationsfehler. Ja, es muss ein Generationsfehler sein. Beim Vererben des Wassermaterials hat sich da einfach so ein Fehler eingeschlichen. Passiert ja selbst dem besten Wasser mal. So. Wir befinden uns gleich wieder auf einer Insel. Ich hoffe, da kommt dann irgendwie... Ist das Wüste? Ist das eine Wüste? Moment. Tastenkombi ändern? Nee, es ist keine Wüste. Okay, schade. Schade, schade, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Wie gesagt, die Ozeane sind zum Glück nicht mehr ganz so groß, aber ich finde, sie sind immer noch ziemlich gigantisch. Vor allem in ziemlicher Masse vorhanden einfach. So, Leine ist noch da. Pferd hat sich also diesmal gedacht, ach ja, diesmal könnte ich ja bleiben. Leine. So, kurz ein bisschen reiten. Sollte hier gehen. Bin noch nicht lange, aber es ist eine winzige Zeitersparnis und ich glaube, ihr seid mir dankbar für jede Zeitersparnis, die wir für den Rückweg vermeiden. Aua, Entschuldigung, Pferd. Ja, nur, was ist das dahinter denn? Mein Pferd ist weg! Wo ist mein Pferd? Pferd, komm mit. Na nö. An diese Felsformationen kann ich mich gar nicht erinnern. Wir sind also nicht da, wo wir beim letzten Mal angekommen sind. Es wäre auch komisch, wenn wir da wären, aber... Wenigstens kann ich da oben wieder gut reiten. Das ist sogar eine richtige Treppe. Manchmal denkt man sich echt so, hier ist irgendwas schon mal gebaut worden, weil es sieht immer so aus wie... Guck mal hier, das sieht aus wie, als wenn da jemand mal eine Treppe hingebaut hätte oder versucht hätte zu bauen. Und dann aufgegeben hat auf halber Strecke. Flup, 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 flup. Ey, kommt mir sogar irgendwie bekannt vor, die Stelle hier. War das nicht die eine Stelle, wo ich meinen Thumbnail mit der Hexe geschossen habe? Sah zumindest genauso aus auf jeden Fall. Schieß gerne Thumbnails mit Hexen, die sehen lustig aus, die Hexen. Hex, Hex, und du bist weg. Weg. Da ist er. So, und los geht's mit Reiten. Yay! Also halt ein bisschen gegen den Strom. Ich muss erstmal irgendwie hochkommen, so. Oh mein Gott. Stirb langsam, Pferd. Oh, ja, das war natürlich unüberlegt. Weil ja das Pferd im tiefen Wasser sich von mir fallen lässt. So. Was? Doch, ist noch da. Da ist es aus. Wegen der Blume hier so. Weg ist es. Weißt du wie? Weißt du wie? Verstehst du das Problem? Ich glaube, du verstehst das Problem. Auch das ist normale... weil er ja nicht runterfährt. Auch das ist normale Erde. Ich habe gerade gehofft. Oh, vielleicht ist es ja doch Potzol. Aber keine Chance. Wir finden wahrscheinlich keine neuen Biome mehr. Wäre auch zu Albert. Bam.
So, ich bin ja gespannt, ob das Pferd mir hinterherkommt, wenn ich jetzt den Sprung da hoch wage. Da komme ich ja nicht mehr hoch. Wie soll das Pferd mir hinterherkommen? Da komme ich nicht mehr hoch. Flup, 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 flup. So, Moment. Okay, bisher hat es geschafft. Ich müsste das Pferd sogar besser springen können als ich, also von daher sollte es eigentlich keine Rolle haben, mir zu folgen. Eigentlich. Nein. So nicht, Freundchen. Dein sturer Hengst. Na komm, da können wir endlich Kinder machen. Ja, ganz viele kleine Kinder. Und ich gebe dir auch so Special Names. Wenn man Mops oder so, ich glaube, Dinnerbone heißt es, glaube ich. Wenn man die so nennt, dann drehen die sich auf den Kopf und so. Da kann man dir lauter solche Späße mal ausprobieren mit den Pferden. Ist das Dinnerbone? Ich glaube, es war Dinnerbone. Ach du Sch... Ui. Pferdchen? Die zwei Unternehmen ist ein lustigen kleinen Ausritt. Ohne dabei zu sterben, hoffe ich. Okay, bis jetzt ganz gut. Sterben wir mal nicht. Autsch. Aber Schaden gibt's. Und auch reichlich. Auch wieder. So. Wundervoll. Uch, da hat sich die Welt nochmal neu geladen gerade. Seht ihr, es liegt nicht an meinem Rechner. Da kommt aber nur nicht hinterher, die Welt zu laden. So, boah, da ist schon wieder so ein Sumpf. Das gibt's echt nicht. Autsch. Versuche ich mal im seichten Wasser aufzuhalten. Vielleicht komme ich damit auch ganz gut durch. Ich kann da bis zu 2 Blöcke tief. Mit dem Pferd. Und da sollte ich eigentlich in vielen Regionen doch durchkommen. Außer natürlich in so einer. Los, geh darüber. Ich werde sicherlich so eine Kette nehmen, nur um dich 3 Meter zu schleifen. Hier ist es sogar vielleicht sogar besser, wenn ich mich im Wasser bewege. Weil hier ecke ich nicht an irgendwas. So, auch wenn es ein bisschen langsamer ist, aber... Okay, hier muss ich aber raus. Weil da sehe ich kein Durchkommen. Wie, das siehst du nicht? So. Oh, was ist das? Achso, ich wollte gerade sagen, hier Wüste, hä? Wäre seltsam gewesen, aber nein, natürlich ist keine Wüste hier. Wäre ja auch Schwachsinn. Wir sollten eigentlich auch langsam in unserem alten Biom sein, ne? 2000 Meter noch. Also mindestens 500 Meter, glaube ich, müssen wir für unser Biom einplanen. Also für unsere alten Biome. Warum kann es eigentlich gar nicht mehr so weit sein? Könnte sogar sein, dass das vielleicht sogar der Wald hier ist, in dem wir das erste Holz gefunden haben. Von dieser Sorte. Ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ich möchte es auch gar nicht mit Sicherheit sagen. Lalala. Lalalala. Das war klar irgendwie. Oh, die Musik ist so schön. Ich möchte ewig reiten. Ewig auf meinem Pferd durch die Prärie preschen. Das ist ja auch so geil, so Western-Dörfer irgendwie. Dass die Dörfer einfach von den Villagern in der Wüste, das wäre auch so ein übelst geiles Ding, fällt mir gerade so ein. Dass sie dann so Western-Dörfer einfach haben, so mit so Kiesstraßen, aber wirklich gut generiert halt. Nur in flachen Wüsten, dass es dafür extra flache Wüsten gibt. Damit das auch gut aussieht dann. Dass du halt dann wirklich wie so ein Saloon und alles drin hast, ein Sheriff. Das würde auch gut aussehen. Was haben wir denn das so für Pferde? Moment.
Weißes haben wir nicht mehr, ich hätte echt gern Weißes. Muss ich ja gestehen, ich würde mein Pferd gerne gegen ein Weißes eintauschen. Ich würde mein Pferd auch gegen das eintauschen. Das stört das Pferd ja nicht. Im Endeffekt. Komm her! Okay, ich muss... Moment... So. Das wirft mich nicht ab. Wieso wirft es mich nicht ab? Jetzt hat es mich abgeworfen. Hier, los, komm. Los, los, zeig mir, dass du es kannst. Du schwarzer, wilder Hengst. Ich glaube, nämlich ein braunes auch mitgenommen vom Hofe. Deswegen hätte ich gerne ein schwarzes. Hätte man wenigstens verschiedene Farben dann. Es kommt ja auch durch Genmutationen. Es ist ja bei Minecraft so ein bisschen mit einberechnet worden oder zumindest versucht worden nachzustellen. Kommt es ja auch vor, dass man... Sieht doch viel geiler aus gleich. So, du wirst in der Freiheit entlassen. Okay, fühl dich wohl hier. Der hat sogar eine Mähne. Krass. Ja, durch dieses Genmutation kommt es ja auch vor, dass man von zwei schwarzen Pferden auch mit einem ganz gewöhnlich kleinen Anteil und ein bisschen Glück auch mal ein weißes rauskriegt oder so. Das ist aber wahrscheinlich sehr gering. Es gibt ja, glaube ich, 50 verschiedene Pferderassen. Plus die Maulesel. Und Mulis und was es da noch alles gibt. Das da oben sieht auch sehr seltsam aus, okay. Wir finden sicher irgendwann in unserem Leben... Autsch, tut mir leid. Ja, viel weniger Power als das letzte. Guckt euch das mal an. Der hat viel weniger Power als der andere. Der andere hatte viel mehr Herzen. Ja, wir haben sicher nochmal richtige Prachtexemplare züchten können. So, ich schlänge mich hier am Weg so lang. Da oben scheint es ganz gut hoch zu gehen, deswegen gehe ich da gleich mal hin. Nicht die Leine verlieren. Nicht die Fassung verlieren, nicht die Leine verlieren. Nein, nicht die Leine verlieren. Komm her, Süßer. Wer ist mein schuckeliges kleines Pferdchen? Du bist mein schuckeliges. Will er nicht hoch oder was? So, dann geht's los hier, los, right on the 11. Moment, ich schau ganz kurz. Ich will keinen Screenshot machen. 1000 Meter und 2000 Meter. Wir waren ja ungefähr bei 0,0 sind wir. Wir kommen also langsam wirklich in unsere Gegend. Was ich so gar nicht so überreiten. Passiert mir ja nichts. So, freue ich mich ja schon drauf, das Pferd wegbringen, neue Bäume, bisschen Erze und so ein Zeug, was wir gefunden haben halt. Wir haben halt viel nicht entdeckt, viel haben wir aber auch entdeckt und mit dem Pferd habe ich ja zum Beispiel gar nicht gerechnet, weil wir viele gefunden haben und viele mitnehmen wollten. War es ja anfangs gar nicht geplant, eins mitzubringen, von daher haben wir da schon mal einen Plus-Vorteil gekriegt. Und wir haben neues Holz, neue Setzlinge. Und Eisen, so findet man sicher auch noch irgendwann mal. Schade eigentlich, dass wir nichts gefunden haben, aber naja. Das wird mich sicher noch eine ganze Weile ärgern. Davon sollte man sich nicht unterkriegen lassen. So. Ich hoffe nur, ich komme jetzt nicht bei meinem alten Grundstück raus. Also bei Staffel 2. Das wäre unwitzig. Sollte aber eigentlich nicht passieren, weil wir sind da in die vollkommen andere Richtung losgelaufen. Ich hoffe, sagen wir mal, ich hoffe es nicht, dass es nicht passiert. Das wäre echt unlustig, weil dann müssen wir den ganzen Weg von Staffel 2 zu Staffel 1 laufen. Unschön.
mitkommen. Nicht hier runterfallen bitte. So. Hab ich vor, dass wir uns